Finde ich ja immer noch super. Poker spielende Hunde. Sit, stay, kill. Ich dachte gerade, da stand Super Stimpak. Das hätte ich dann auch genommen. Na. Exit. Ich will nicht zum Exit. Ich will in den Kennel. Wo das Hündchen sein soll. Finden Sie den Schlüssel zum X18. Erscheint mit dem Upgrade erforderlich. Initiieren Sie den Wohngebiet Cyber- und Wachtest am X8-Terminal. Hängt das nicht zusammen? Warte, wo musste ich dafür hin? Oh. Okay. Ja, das kann ich hier machen. Allerdings, wenn ich da jetzt reingehe, da ist irgendwie eine verschlossene Tür, wofür ich jetzt halt das hier brauche. Das wäre dann ja auch wieder doof. Finden Sie irgendwelche Spuren von Higgs Village? Biologische Einrichtung. Oben. X2. Ist da unten. X13 ist wieder da vorne, ja. Okay. Ja. Dann lasse ich mir das erstmal. Denn, wie gesagt, wenn ich da nicht reinkomme, weil ich halt diesen Schlüssel brauche. Oder wenn ich das Level halt dann nur zur Hälfte machen kann. Das wäre dann ja auch irgendwie doof. Jetzt aber lasse ich das erstmal und komme dann einfach später wieder. Aber jetzt dürften wir... Ich hoffe, es ist schon ein neuer Tag angebrochen. Denn wir haben hier neue Kombinierungsdingens gefunden. Roboter und Hund kombinieren. Wir hatten Lobotomie und Roboter, ne? Dann machen wir jetzt mal Roboter und Hund. Vorräte werden aufgefrischt. Schade. Dann kann ich mich hoffentlich noch bis zum nächsten Mal dran erinnern. Bitte lass Tag sein, bitte lass Tag sein. Ich habe nicht auf die Uhrzeit geachtet. Die mächtige Denkfabrik. Versteckt ihr euch immer noch in eurer Kuppel? Versteckt euch, genau. Versteckt euch. Also, dann schließe ich jetzt nochmal Y17 ab. Jetzt kommen wir ja durch das Kraftfeld. Und dann gehe ich einmal zurück, oder porte mich zurück, und gebe erstmal ein paar Dinge ab, damit wir wieder was tragen können. Dann ist hoffentlich auch wieder hell. Weil ich keine Lust habe, im Dunkeln hier lang zu gehen. Sterilisierer. Sterilisierer Handschuh. Was? Sterilisierer. Ach, Sterilisierer. Sterilisierer? Sterilizer Glove. Ja, Sterilisierer Glove. Handschuh. Ja. Blut, geh weg. Ach, jetzt?
Jetzt kommt man so auf mich zu, ne? Ein bisschen erschreckt habe ich mich. Anhängeshotgun. Oh. Den hat's erwischt. 5,56er Hülsen. Da auch. So. Leere Mikrofusionszelle, 5,56er Hülsen, leere Mikrofusionszelle. Die sind ja nicht von uns. Das heißt. Huch. Jetzt habe ich irgendwas lobotomisierten Brille habe ich mitgenommen. Leere Mikrofusionszelle. Es ist nicht von uns. Und da lag, das lag ja schon vorher hier. Das heißt, hier hat sich irgendjemand eine Schlacht geliefert. Patientenlog Y17.0. Ich bin Christine Royce, Ritter der Stählernen Bruderschaft. Der Kreis. Werd's nicht schaffen. Hoffe, dass jemand diese Botschaft findet und sie zur Bruderschaft im Westen bringt. Habe einen abtrünnigen Bruderschaftsältesten, Elijah, hier in die große Leere verfolgt. Da ist mehr dran, als es scheint. Da ist ein Krater im Inneren. Ein Schrottplatz aus Vorkriegslaboren über die ganze Krateroberfläche verstreut. Alles läuft noch. Wie das hier. Elijah nimmt die Zentren auseinander. Hab ihn zu einem alten Internierungslager verfolgt. Überlebende Ghule haben Sprengstoffhalsbänder. Als ich versucht habe, ihn abzufangen, sind Roboter gekommen. Elijah hat die Ghule aus dem Camp auf uns gehetzt, wie wandelnde Bomben. Bin von den Explosionen getroffen worden und hier aufgewacht. Schätze, die Medizinroboter waren programmiert, Verwundete vom Camp herzubringen. Eine Art Autodoc-Prototypenlabor. Von Leichen besetzt, die in Anzügen stecken, die sie weiterleben lassen. Keine Ahnung warum. Nicht sicher, wie lange ich es noch mache. Haben meinen Kopf aufgeschnitten. Fühle mich seltsam. Kann reden, aber nicht dieses Terminal-Hack. Warte. Eine Explosion draußen. Jemand ist hier. Jemand ist... Hey. Damit wissen wir wenigstens jetzt, wer Person Nummer 3 ist. Aber wir haben ja auch schon, stimmt, Christines COS Aufklärungsrüstung. Und sie war hier drin, oder wie sehe ich das? Aber hier hat ja jemand gekämpft, ansonsten würde doch die ganzen... Die ganzen Mikrofusionszellen und leeren Patronen hier nicht rumliegen. Hier muss doch jemand gekämpft haben. Eine Matratze zum Liegen oder zum Schlafen? Teller zum Essen und ein Eimer zum Scheißen. Ist ja auch nicht schön hier drin. Und Christine ist nicht hier. Draußen eine Explosion. Hm. Na, was soll's. Hier sind wir dann jetzt erstmal durch. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder bis zum... Oder zum Big MT, hier zur Denkfabrik porten.
Geht das auch? Oh ja, Tatsache. Das geht. Das Becken. So, Nachlademangel. Altmetall zu Blei machen. Holy shit. Wir haben eine Menge gesammelt. Ja. Na sowas. Der alte Autodoc ist wieder online. Nun gut, kommen Sie her, damit ich Sie mir ansehen kann. Was kannst du noch, außer mich zu heilen? Zunächst sollten wir mal den Körper wiederherstellen. Aber da Sie schon danach fragen, ich verfüge außerdem über kosmetische Subroutinen. Allerdings sagt mir mein Diagnoseprogramm, dass Sie momentan offline sind. Irgendwas mit beschädigten Daten und ähnlicher Unsinn. Wenn Sie einen Haarschnitt oder eine Nasenkorrektur wollen, ohne wie ein Ghoul mit Glatzenbildung auszusehen, brauchen Sie entsprechende Datendisks. Ich kann es nicht beschwören, aber ich hatte mal ein paar Implantationsmodule. Aber keine Ahnung, wo die hingekommen sind. Ich fühle mich ein wenig unwohl im Kopf. Kannst du ein psychologisches Profil von mir anlegen? Sie machen sich Sorgen um Ihren Geisteszustand? Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, aber ich werde Ihnen gerne meine Meinung sagen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass die Vorteile eines solchen Verfahrens exklusiv sind. Es funktioniert nur einmal. Also, sind Sie sicher? Nee, dann lieber nicht. Ich weiß nämlich nicht, was das macht. Naja, falls Sie Ihre Meinung ändern, finden Sie mich hier. Implantat C13 kann jetzt operativ installiert werden, wird? Benötigen Sie sonst noch etwas? Das Schönheitsoperationsmodul des Autodocs. Ich will Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Dieser Autodoc-Prototyp ist in der Lage, eine eingehende körperliche Untersuchung durchzuführen und den Patienten von allen herkömmlichen Beschwerden zu heilen. Strahlenkrankheit, Fleischwunden, Knochenbrüche, sogar Medikamentenabhängigkeiten. Zusätzlich kann er auch Haare schneiden und Schönheitsoperationen durchführen. Einfache körperliche Untersuchung. Hey, das klingt nicht nach einer einfachen... Okay. Mein Autodoc schläft. Und schnarcht. Da hat man definitiv niemanden im Schlafen gefilmt, aufgenommen. Den Schnarchen passiert beim Einatmen. Das hier war gerade beim Ausatmen. Benötigen Sie sonst noch etwas? Oder? Warte, funktioniert. Ich kann ja nur Leute aus meinem Umfeld als, als Referenz nehmen. Schnarcht man auch beim Ausatmen? Boah, weiß ich gerade gar nicht. So, Schönheitsoperationen, Haare schneiden, Körperteile austauschen, Implantate installieren. Plus 10% Kasador-Schaden. Das ist mir die 8000 wert. Einen entzückenden Tag zu Ihrer Rückkehr in Ihr Domizil, Sir. Ihre 7 Sachen sind in Ordnung und das Gesindel ist ruhig gestellt. Welches Gesindel? Lagerschrank. Warte, wo war hier der Safe? Der war doch irgendwo ein Safe. Buchklappe. Hier war irgendwo... Wo war der Safe? Nee, nee, nee.
Ah, da war er. Gut. Was legen wir ab? Christines. Intelligenz 2 könnte noch interessant werden. Dann die gesammelten Gegenstände. Das nehme ich auch mit. Valens Radi. Achso, das Ding, ja. Könnte auch noch nützlich werden. Nehmen wir mal das normale Wissenschaftsdingens mit. Wiegt eh weniger. Achso, doch, ein paar Waffen. Die BB-Gun, die nehmen wir mit, oder? Nee, die verkaufen wir, ne? Cyberlock-Gun. Ich wollte sie ja eigentlich ablegen. Aber da man da eventuell noch was mitmachen kann und wir sie dafür mithaben müssten, sowie den Pulsemitter, lasse ich den vielleicht doch erstmal im Inventar, auch wenn ich ihn nicht benutze. So, Throwing Axe, nee, die kann weg. Saturn Fist, Scientist Glove. Ja, kann auch erstmal da rein. Ist denn ein kritischer Hitzeschaden? Okay. Gut, dann haben wir das. Noch keine Persönlichkeitsdaten. Und ansonsten können wir noch mit niemandem reden. Okay, dann... Womit kann ich dienen, Sir? Ausrüstung reparieren. Ne? Gucken wir mal. So, das und das kann weg. Das auch. Das weg, das weg. Hunting Rifle kann weg. Hunting Shotgun. Oh wow, das bringt eine Menge. So, die ist komplett kaputt. Die können wir noch zum Reparieren benutzen. Throwing Axe. Throw your boat. Ja, kann auch weg. Tasche kann weg. Ach, hier gehe ich jetzt nicht nochmal so durch. Sonstiges. Aschenbecher? Wie sollen wir den denn mit? Elektroschrott auch weg. Dieser Gewehr bringt uns eigentlich alles nichts, ne? Können wir ja leider nicht anbringen. Ich behalte es trotzdem erstmal. Es wiegt ja nichts. Und wir sind jetzt auch gerade nicht auf das Geld angewiesen. Nachtpirschei. Wollte ich eventuell gleich auch noch ablegen. Und Munition, ja. Brauchen wir irgendwas? Sachen reparieren, das müsste eigentlich... Das kostet 366 Kronkorken. Das kostet 3... Alter... Also das gebe ich dafür nicht aus. Es ist ja eigentlich billiger, eine Waffe zu kaufen. Womit kann ich dienen, Sir? Oder? Ist es billiger, eine Waffe zu kaufen? Die meisten Waffen, die er hat, dem haben wir ihn gerade verkauft. Okay. In der Rüstung verstärkt ist leicht. Ach ja. Oh toll. Die geht auch schon wieder gut kaputt. Schade. Also dem Teil hier können wir hauptsächlich was verkaufen und nicht einkaufen. Das ist doof.
alles Zerlegung. Ach, wir brauchen hauptsächlich Zündhütchen. Und hierfür Pulver. Naja. Gut. Wie schwer sind wir jetzt? Das geht. Es ist immer noch Nacht. Doverweise. Wir wollten ja erstmal den Quadranten hier machen, ne? Das ist, glaube ich, näher daran.